Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Freunde. Ihr habt es vielleicht schon im Titel gelesen oder im Thumbnail. Es gibt eine Ehrenflugzeugwaffe. Eine Waffe, die mit ihrer Meistertarnung aussieht wie ein Flugzeug. Und das fand ich ziemlich nice, weil die Waffe auch gar nicht so schlecht ist. Es handelt sich nämlich um die ABR. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache heute dazu ein Video. Passend zu meinem Oberteil, Freunde, werde ich auf jeden Fall hier nochmal auf den Level Up Eistee Lemon Geschmack aufmerksam machen. Der schmeckt echt unnormal lecker. Müsst ihr mal auf jeden Fall ausprobieren. Mit Code Scorpion spart ihr 5% bei Level Up. Links in der Videobeschreibung. Ist auf jeden Fall übertrieben lecker, Freunde. Passt auch, wie gesagt, gut dazu. Und jetzt viel Spaß bei den Runden mit Snacky Boy zusammen. Let's go. Ja, Leute, also ihr fragt euch vielleicht, warum im Hintergrund so gelacht wird. Das könnt ihr auf jeden Fall bei Snacks auf dem Kanal rausfinden. Es geht heute nämlich darum, dass wir eine Waffe ausprobieren wollen, also ich zumindest. Und Snacks spielt einfach mit, die aussieht wie das Ehrenflugzeug. So ein paar Ründchen, das ist nämlich die ABR. Die ABR macht es dem Gegner schwer, kleiner Freestyle. Und gucken, ob wir dem Gegner jetzt den einen oder anderen... Nicht mehr, Mann. Oh, Scheiße, ich habe so Tränen in den Augen von der letzten Runde. Ich kann nicht mehr, Mann. So, Leute, also, ihr seht schon, das ist hier die ABR und die sieht echt wirklich crazy aus. Ich bin halt drauf gekommen, weil ich halt ans Ehrenflugzeug gedacht habe. Und ihr seht jetzt vielleicht, ihr denkt noch so, das sieht gar nicht so krass aus wie ein Flugzeug, aber passt mal auf, guckt euch mal an, wie das in der Runde aussieht, Alter. Hier dreh dich mal um, siehst du das? Ja, von hier sieht es ziemlich nothing special aus. Egal, das sieht aber so, wirklich so lustig aus, wenn man die Waffe trägt. Ja, ich habe sie leider nicht, Mann. Ich wollte sie ziehen, aber hab's leider nicht geschafft. Das wird jetzt auch richtig struggle, Leute, weil ich habe absolut, ich weiß nicht, wie ich jetzt Aim damit habe. So, oh mein Gott, sage ich, ein Gebiet. Du hast ihn richtig weggeaimt. Hab ihn. Ach ja, Leute, und das der Zufall war, das ist die einzige Waffe, die ich so eine Todesanimation habe, die ich sogar echt cool finde. Und deswegen habe ich die Waffe ausprobiert und dann habe ich diese Meisterkunstform gesehen. Alter, aber der Kollege hier, der mit dem Nuklearemblem, der macht aber auch ganz schön ernst, meine Freunde. Ja, der macht schon richtig ernst, Digga. Oh, einer Knife Run, Mann, Digga. Er hat mich fast auch noch geholt. Ich hätte sofort meine Playstation verkauft. Nein, aber immerhin hat der Reaper eine geile R2-Fähigkeit, Digga. Digga, ich bin hier gerade so getrappt, glaube ich. Ja, warte, I'm coming. Oh, I'm coming to save you. Alter, Digga, das ist so struggle, wie ich hier rumspringen muss. Aber die Waffe sieht schon lustig aus. Und Leute, wenn man ein bisschen weiter spielt, dann kriegt ihr noch ein paar Animationen. Das ist eine reaktive Tarnung. Ah, da ist hier einer. Kommt einer. Ah, ja, der wurde so weggemacht. Ja, von mir habe ich schon geklaut. Ah, der da hinten ist unsterblich. Ja, ich habe eine Konterdrohne. Ja, ist kein Problem. Scharfschützennest. Das freut mich doch. Kein Problem. Das gehört nicht den Jungs aber auch. Wir verpassen den Gegnern. Die Gegner kriegen gerade einen ordentlichen Rimjob von. Ah, das war der Scharfschützennest. Ich dachte gerade, was war das? Seht schon, das Flugzeug ist jetzt schon golden am Leuchten. Während der Scharfschützen-Sniper mich. Scharfschützen-Sniper wahrscheinlich. Mir den ein oder anderen harten Rimjob verteilt. Mann. Digga, was sind das für Spitzer? Bruder, mehrere Drohnen. Ich bin froh, wenn ich eine. Die Map wird so gesprengt vor meinen Augen, Digga. So heftig. Er lag da so und auf einmal kam so diese. Warte. Ja, Digga, wieso ist die ABR so schlecht, Mann? Das war in der Beta die beste Waffe. Scharfschützen, es hat noch nie mehr Geld. Der komplett. Also wir sind noch drei Leute im Team. Wir sagen, wir suchen mal eine neue Lobby. Das werde ich hier eh abgecampt. Ah, schön den Jodelmann weggehauen. Wie er pre-fired, der Arme, Digga. Wie er Angst hatte vor seiner Konsole. Konsole! Das ist Spanisch für Konsole. Okay. Ja, er schluckt natürlich alles, Digga. Schön zwei abgeschlagen. Ah, der Typ, der ist auch, also um Schlucken nicht verlegen, sagen wir mal so. Du musst ja auch dazu stehen, Digga. Ah, ja, also der Typ. Ach, hinterm Auto, sehr gut. Der Typ findet das gut, anderen Leuten Rimjob zu verpassen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Digga, wie er mich noch holt, Alter. Ich glaub. Ach, das war sein Taktikeinstieg. Das sah aus wie ein Gegner. Diese Sterbe. Also, Leute, hätten die das nicht so gemacht, dass man diese Animation für jede Waffe einzeln ziehen müsste, das wäre eine so geile Neuerung. Ohne Witz, macht richtig Spaß, das anzugucken. Aber natürlich muss man es für jede Waffe natürlich
Er ist natürlich hinter mir. Einzeln ziehen. Ich finde es noch besser, wenn man es für jede Waffe, wenn man so zwei Einzelteile ziehen müsste. Die muss man dann zusammensetzen und dann kriegt man es, als ob man es einmal hätte, weißt du? Das wäre ja ein bisschen geiler. Das wäre eine richtig geile Neuerung. Also wenn sie das machen würden, ich glaube, denn der Wahnsinn wäre das. Digga, wie viele Störer da sollen ja eigentlich noch sein, diese einen Ecke? Ich finde auch interessant, wie NS3425, wie auch immer er auf den Namen gekommen ist, da in der Ecke chillt, Digga. Das finde ich wirklich freilich. Oh, da ist einer vor uns und welche hinter uns. Und da werde ich mal wieder geboxt mit einem Gegenstand, den ich leider noch nicht kenne. Mann, das Ehrenflugzeug gefällt mir bis jetzt noch nicht so gut. Ja, also normalerweise brauchst du den Repeater, weil der Repeater ist ends krank auf dieser Waffe. Das ist wirklich ultimativ heftig. Ich habe mal ein Video dazu auf meinem Kanal gemacht. Ah, verstehe. Nee, wirklich. Zufälligerweise ein Video dazu gemacht. Jetzt werden die Jungs hier aber weggehauen. Du kannst Ennis schluckt wirklich extrem gut. Ja, Ennis, der Typ ist der ultimative Rimjobber, Digga. Digga, das ist so krank, dieses Elektroauto, Mann. Elektriker, ich arbeite als Elektriker. Elektriker. Din. Ah, da höre ich ein paar Glugger. Glugger-Geräusche, Digga. Ah, er überlebt es natürlich. Das ja, ich hab ihn aber abgezogen. Ah, danke, Marcel, das hast du. Ja, hier werden gerade erstmal ein bisschen Gegner aufgeräumt. Aufgemischt, Alter. Ah, also die Sense ist gar nicht overpowered. Wo ist das? So muss das sein, verdammt. Ah ja, die Sense ist nicht overpowered. Nein, überhaupt nicht. Digga, die ist so krank. Oder ich habe damit, glaube ich, den Multi-Abschluss meines Lebens gerade gemacht. Ich mein's ernst, Digga, die Gegner spawnen da hinten, Digga. Ja, Digga, was ist das? Das ist so abartig, Digga. Ich hab grad so viele. Ja, ich weiß, das ist auch krank. Digga, ich hab grad so krank damit rasiert, das Ehrenflugzeug hebt gleich ab von meiner Waffe, ich mein's ernst. Ja, das ist, Digga, vor allen Dingen, wenn du in Fire Range im Spawn bist, rasiert das Ding komplett. Boah, das Flugzeug sieht so geil aus jetzt. Nein! Och, fuck. Eins vor Heli, Mann. Boah, Digga, ich rasier grad so krass, Digga. Ich weiß gar nicht, was. Digga, das Flugzeug sieht so heftig aus. Ich glaube, ich habe eine 15er Gunstreak oder so. Was ist passiert mit dem Flugzeug? Ach, so ist das. Verändert das die Farbe sogar? Ja. Digga, ich habe einfach skrupellos, Digga. Ich gehe jetzt mal schön campen. Ja, Mann. Ah, Digga, er springt, Digga! Er springt 100 Mal, während er einmal R1 drückt, Digga. Digga, ich rasiere gerade so heftig. Nein, hier ist einer. Nein! Oh mein Gott. Nein, Digga, ich hätte dich beinahe noch gehabt, aber du bist durch diesen Reaper gestorben, ne? Ja. Digga, ich hab grad so heftig rasiert, oh mein Gott, Digga. Das Ehrenflugzeug ist komplett weg. Die Sense war so schlecht, Mann. Er hätte nur einmal schießen müssen, hätte nicht geschafft. Die Animation ist schon halt geil. Krank. Nee, die Sense ist halt ends krank. Also, weil die halt auch one-shottet, ne? Ja. Du brauchst nicht so viele Schüsse damit. Ennis ist ein Phänomen, Digga. Glück, weil er holt mich immer, wenn er chillt. Wenn er campt, Digga. Wenn er seinen dreckigen Arsch irgendwo in die Ecke. Ich check grad auch nicht, wo die Gegner sind. Okay, da ist einer. Ah, Digga, Ennis, Bruder, schäm dich doch. Digga, weißt du, was ich gerade krass fand? Die Sense hat irgendwie gar nicht aufgehört. Die Sense hat man die denn? Lange, Digga. Die hat auch, glaube ich, 200 Schuss oder so. Und hat die dann so hat wenig Zeitlimit oder hat die nur ein Munitionslimit? Nee, die hat auch Zeitlimit, aber das die hat halt 200 Muni. Du kannst theoretisch gesehen, weil ein Schuss sind die Gegner tot, kannst du 200 Gegner damit holen. Die ist halt wirklich mit einem Schuss down. Ja, es ist halt auch so. Das ist halt wirklich komplett lächerlich. Oh, er campt da oben. Mir, shit. Ich weiß gar nicht, wie ich hier in der Lobby so eine Streak aufbauen konnte. Ja. Das war einfach. Jetzt habe ich Sense. Ja, ich habe auch Sense. Normalerweise von beiden Seiten jetzt schön in den Spawn reinbratzen, Alter. Digga, die Sense ist so lächerlich overpowered. Aber die Konter drohen, das fühle ich gerade gar nicht. Nee. Nein, Digga. Oh, Nima. Ja, ohne Konterdrohne wäre jetzt geiler, muss ich sagen. Digga, man kann so kranke Kombis machen. Zum Beispiel Vision Pulse, dann packt einer die Sense aus und dann noch 200 Leben in der Zeit, Digga. Das war's, Digga. Feindliche Scharfschützen-Nest? Das wäre keine Runde, wenn wir nicht ein Scharfschützen-Nest kassieren würden. Nee, das wäre dann eine schlechte Runde. Wir wollen den Gegnern halt auch schon ein bisschen Chance lassen, ne? Ja, klar. Ist ja soll auch. Ja, soll ja allen gleich viel Spaß machen. Ja, genau. Jetzt freut sich der da über sein Scharfschützen-Nest. Ja, das hier zum Beispiel, da war die ABR jetzt komplett schlecht in diesen Pausen bei den Burst. Ich brauch echt diesen Repeater, Mann. Ja, Alter, das will ich sehen, wie er mich weggehauen hat. Oha. Oho!
Digga, der war nicht mal eine halbe Sekunde auf mir drauf, da war ich schon ausgeknipst. Ja, der ist halt auch ein Aimbot, der Typ. Das juckt ihn halt auch nicht. Nein, oh was, Digga, du hast mich da echt gesehen, Mann. Jetzt muss, also die Szene war so krank. Ja, das will ich mir auch mal anschauen. Die haben null Chance. Du musst das aber genau richtig, Digga. Weil die haben so eine Pause, weißt du? Ja. Du musst genau da geaimt durchlaufen, Digga, wie du die alle weggemacht hast. Danach habe ich nochmal drei oder vier weggemacht. Das war komplett krank. Digga, weißt du, was mir an der Map richtig gut gefällt? Hm? Dass man absolut nichts sieht, Digga. Das finde ich auch nice, Digga. Dass man nichts erkennen kann. Aber das ist ja auch bei Arsenal Sandstorm ist es ja genauso. So, also für euch Zuschauer mache ich jetzt Folgendes. Ich mache jetzt hier mal die Lampe aus, mit der ich mich beleuchte, weil dann sehe ich erstens mehr und zweitens könnt ihr dann auch euer Handy oder so ja, einfach heller stellen, weil sonst wäre ich zu hell gewesen. Aber auf der Map freut euch schon mal drauf, nichts zu sehen. Das ist krank, wie du an deine Zuschauer denkst, ne? Natürlich. Warte mal, ey Bruder, hörst du diese Kröte? Ja, das macht die. Die sind schon ein paar Kröten unterwegs. Ich weiß nicht, Digga, ich muss die gleich machen. Hast du sie erwischt? Boah, ich hab sie erwischt. Nice. Anna Fleece Flashbang. Leider gibt's das hier nicht mehr. Hier gibt's Hasen und Dingens und keine African Militia. Die African Militia war echt das beste Team. Das war das heftigste Team. Aua, Pandorn. Ey, Digga, jetzt geht's los auf Hacienda Zwielicht. Ob ich gar nicht die Titan auspacken würde. Also, erster Gunfight können wir schon mal festhalten. Hab ich niemanden gesehen. Lediglich den Namen. Alter, Digga, der Raum war halt so dunkel, den ich geschossen habe wegen der Map, weil man hier ja absolut nichts sehen kann. Ja. Und in der Sekunde hat er so geleuchtet durch diese Sterbeanimation, Digga. So, der ganze Raum war auf einmal hell. Wenn man nicht absolut pre-aimt mit der Waffe, hat man keine Chance gegen alle anderen Waffen, die Voll-Auto sind. Aber du hast schon Red Dot da drauf, ne? Ja, natürlich. Ich bin ja nicht komplett gelähmt. Na, ich habe leider nur einen Double-Kill gemacht. Schade. Aber ich habe immerhin ein Grünchen für uns. Ja, das ist schon mal super. Ah, ein schöner 3-Mann-Spawn da hinten. Zwei habe ich auch. Nochmal alle gespawnt. Aber durch den Busch kann man natürlich nicht durchschießen. Ja, nee, und jetzt holen die mich, Digga, das ist so frech, Alter, die sind alle da. Das Flugzeug sieht so geil golden leuchtend aus. Ui, ja natürlich, Hallöchen, der brennt sogar, der Typ, der kommt einfach ein brennender Typ um die Ecke. Digga, das ist einfach Call of Duty 2000, ein brennender Roboter, hätte man das bei MW2 gesagt. Oh mein Gott, ey, danke an diesen Teammate an dieser Stelle, Bruder, wenn du das Video siehst, Mann, du bist ein Ehrenbaron. Was hat er gemacht? Digga, er ist so auf von der Ecke gekommen und dann haben die beiden Gegner mich losgelassen und haben auf ihn geschossen und er ist gestorben. Also unser Teammate hat den richtigen Rimjob verpasst, Digga. Ja, sehr gut. Ich bauen die wieder alle da hinten. Ich helfe dir mit da hinten. Stehst du auch noch da, ja, ne? Mhm. Ah, jetzt ist der, glaube ich, links lang gelaufen, genau. Oh, den hast du schön weggeknallt. Oh Gott, was hat mich da angehittet? Der ist immer noch. Ah, der macht da links ein bisschen Auge, der Dude. Weißt du, was ich auch zum Beispiel voll underpowered finde? Was? Hast du ihn? Ja. Was ich richtig underpowered finde, ist diese Taschenlampe auf der AA-12. Oder ja, das hätten sie auch stärker machen können, finde ich. Ja, es könnte ein bisschen heller, könnte das schon sein. Ja. Und ich finde auch, die hätten eigentlich, dass das Auto-Aim da komplett weggeht, hätten die auch noch besser machen können. Also, dass man einfach nicht mehr schießen kann, zum Beispiel. Genau. Die Sense ist gerade genau in dem Moment. Ah, scheiße, ich habe jetzt Heli rausgehauen. Ich wollte Hellstorm rausballern. Boah, Digga, jetzt auf einmal habe ich einmal eine Chance für was Gutes und dann eine Flashbang. Ich habe übrigens gerade einen Wahnsinnsabschluss mit der Sense gemacht. Das finde ich wahnsinnig gut. Also diese Gegner hier sind ziemliche Ehrenmänner, Digga. Thunderball hat mich geholt. Ah, gut, dass die Sense nicht overpowered ist. Das wäre auch lächerlich. Wenn die so stark wäre, das wäre so absolut lächerlich, Digga. Ja, jetzt hatte ich gerade diesen Schussdelay bei der Sense. Das ist das Einzige, wo man überhaupt geholt werden kann. Ja, weil du musst die ganze Zeit im L1-Modus bleiben. Ja, war ich ja, aber trotzdem hat es irgendwie... Wenn ich da hinten ist ein Hole, Leute, ist wieder Disco komplett. Weißt du, was ich auch gut finde an dieser Map hier? Dass man absolut nichts sieht. Du kannst in der Ecke jetzt chillen hier und du wirst nicht gesehen. Ja, Mann, das finde ich auch gut. Das ist richtig nice. Das heißt, du kannst dich ganz gediegen in die Ecke hocken und da einfach La Paloma pfeifen, Alter. Digga, das macht so Spaß. Also wirklich, diese Sterbeanimation, das macht einfach Bock, damit einzuholen. Ja, du sweatest mehr auf den Kill, weil du die Sterbeanimation sehen willst. Ja, Mann. Boah, jetzt gerade habe ich wieder meine 5 Minuten, wo es gut läuft. Außer natürlich werde von hinten geholt von Grün. Ein Flüchflashbang. Der hat mich nicht gesehen hier, der Dude. Unlucky für ihn. Jetzt kommt noch einer von hinten, aber es ist kein Problem. No problem, man. Also einen habe ich dir schon mal vom Hals halten können. Ja, jetzt gerade ist ein bisschen Struggle. Jetzt mit der Sense da, dass wir vorbeigehen. Sense wäre jetzt komplett krank. Komplett. Ja.
Okay. Wir brauchen den Spawn auf jeden Fall. Weil dann baller ich Sense. Noch fresh mit der Sense. Ich hab fast den schlimmsten Turn der Welt verpasst. Digga, wenn jetzt hier einer kommt, wir sind mit zwei Sensen hier. Na! Da campt einer. Ja. Ihr habt nicht gerecht. Ich weiß, in der Sekunde tut's trotzdem weh, aber ich hab mein Bestes gegeben. War nur das Kanonenfutter, Digga. Du hast Gott, ich hab einfach Dingens überlebt. Kriegsmaschine komplett auf meinem Gesicht. Das ist, wenn du die Sense ausgerüstet hast, schluckst du mehr. Oh mein Gott, Digga, wie krank ist das denn? Hey, da ist auch eine neue Tür auf der Map, kann das sein? Ja, da ist ein Gang. Ja, der wurde geaddet. Lol. Damit man noch weniger sieht, Digga. Ah, jetzt weiß ich warum. Ja, ich würde sagen, das war eine stabile Runde. Dieses Video war auch sowieso geil. Gucken wir jetzt mal kurz, wer hier die Killcam gewonnen hat, du oder ich. Na, ich hab's nicht. Ah, schade. Gewonnen. Aber ich gönn dir das natürlich. Danke. Ja, Lutsche. Boah, hier geht's ja gerade mächtig ab in der Killcam. Oh, Digga, hast du, wie du die geholt hast, Digga. Ja, absolut krass. Digga, du hast einen Dreifachabschluss nur gemacht da drin. Digga, das ist echt komplett wack. Keine Ahnung, warum das jetzt Killcam war. Na gut, Leute, lasst auf jeden Fall ein Like dafür, das Ehrenflugzeug hier in Call of Duty. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Checkt das nächste Kanal natürlich ab, links in der Videobeschreibung. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.